Haben Sie noch Fragen? Rückmeldungen zum Lernstand einholen, auch in großen Veranstaltungen. Hier sehen Sie zwei typische Studierende. Die beiden sind immer aufmerksam, verstehen alles und zwar sofort. Sollten Sie mal etwas nicht verstehen, dann fragen Sie nach. Und wenn der Dozent eine Frage stellt, dann beantworten Sie sie. Natürlich nicht sofort, sondern erst nachdem Sie sie drangenommen haben. Was? Bei Ihnen sitzen auch andere Studierende in der Vorlesung? Also, die meisten hier haben noch nie was gesagt. Achtung! Wer kann denn die letzten Punkte nochmal kurz zusammenfassen? Ja, ich glaube, ich könnte das schon, aber vielleicht stimmt's ja doch nicht. Wer hat denn noch eine Frage? Ja, schon, aber die will ich jetzt nicht vor allen stellen. Wie kriege ich nur raus, was bei meinen Studierenden angekommen ist? Möglichkeit 1. Live-Voting. Mit Live-Voting können Sie per Beamer Fragen an die Wand projizieren und die Studierenden, alle Studierenden, können direkt antworten. Mit ihrem Notebook, Tablet oder mit ihrem Smartphone. Und das Ergebnis sehen alle sofort. So kann jeder sein Wissen testen und Sie sehen auf einen Blick, wie viele beim Stoff mitgekommen sind. Anonym. Oh, das hört sich gut an. Sowas kann ich aber nicht programmieren. Ach, das geht ganz leicht. Da wird überhaupt nichts programmiert. Das kann sogar die da. Oder der da. Oder die. Oder der da. Möglichkeit 2. Onlinequestions.org. In Ihrer Veranstaltung kommen nicht alle mit, aber Sie trauen sich auch nicht zu fragen. Mit Online-Questions können die Studierenden Fragen stellen, während die Vorlesung läuft. Einfach mit ihrem Notebook, Tablet, Smartphone und auch wieder anonym. Die anderen können diese Fragen sogar hochvoten, sodass die wichtigsten ganz oben stehen. So sehen Sie schnell, wo es hakt. Sie können die Fragen dann direkt beantworten, am Ende oder wie es Ihnen ins Konzept passt. Und die Hemmschwelle für die Studierenden, sich zu melden, die spielt hier keine Rolle. Und was brauche ich jetzt dafür? Nur den normalen Beamer, PC, Notebook oder Tablet und WLAN. Und dann kann's losgehen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Szenario gibt's unter https://ilias.uni-gießen.de/wegweiser/fragen. Oder kontaktieren Sie uns. Wir unterstützen Sie gerne persönlich. e-learning@hrz.uni-gießen.de.